Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione, einem Spiel, das ich mir bereits zweimal in einem First Look angeschaut habe. Zum einen in der Early Access Fassung und zum anderen in der Release Version. Beide Male hatte das Spiel einige Fehler, die noch rausgepatcht werden mussten. Das Spiel ist abgestürzt, immer wieder eingefroren, hatte verschiedenste Bugs und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich lasse mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, lasse das Spiel ruhen und werde es mir dann ein bisschen näher anschauen, wenn es dann weiter gepatcht ist und weiterentwickelt wurde. Das ist auch geschehen. Mittlerweile haben wir einige weitere Features drin, sind bei der Version 1.2.1 angelangt und vor allem in Version 1.2 gab es viele Neuerungen. Und jetzt gucken wir hier mal rein in den Singleplayer. Ich habe mir den Multiplayer schon angeschaut, da wird es auch zur Version 1.2 was zu sagen geben. Da gibt es nämlich unter anderem jetzt auch Matchmaking. Das mache ich allerdings nochmal in einem separaten Video. Jetzt allerdings gucken wir erstmal in den Singleplayer und ich berichte euch mal so ein bisschen von meinem gesamten Erlebnis ACC, sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer. Also, wir haben Championship, Career, Special Events, Multiplayer und auch Singleplayer. Das werden wir heute mal zocken. Ebenso auch Galerie, euer Fahrerprofil könnt ihr einsehen und so weiter und so fort. Die Optionen gehe ich jetzt mal nicht alle durch. Und hier im Menü haben wir eine Neuerung. Ihr könnt nämlich zwischen 2018 und 2019 wählen. 2018 habt ihr unter anderem ja, die in Anführungszeichen veralteten Fahrer und auch Teams. Sowas wie den schönen alten Lamborghini Gallardo. Schön, dass er trotzdem im Spiel mit dabei ist. Ja, sehr schickes Auto, wie ich finde, von Writer Engineering. Aber auch 2019 kann man sich anwählen und ja, 2019 hast du eben einen etwas anderen Fuhrpark, unter anderem den neuen Porsche GT3 R, ebenso aber auch den Aston Martin Vantage oder aber auch den McLaren 720S GT3 und den hat man unter anderem in der McLaren Shadow Lackierung, aber euch fällt es vielleicht auf, der ist im Trendy Pink und nicht in Orange, wie normal, denn dieses Auto ist unter anderem mit dem Farbeditor bearbeitbar. Und die McLaren Shadow Lackierung, die kannst du auch so bearbeiten. Für andere Autos hingegen, auch für den McLaren, aber auch für andere Autos, kannst du aber auch eine komplett eigene Livery erstellen. Du kannst sagen, hey, ich möchte eine gewisse Fahrzeugnummer, einen Teamnamen, eine Nationalität aufs Auto haben und eines dieser vorgefertigten Designs haben. Die passen alle eigentlich zum Auto. Bei Mercedes gibt es 5 verschiedene Designs, deswegen habe ich den mal genommen statt dem McLaren. Da gibt es nur 1 leider. Und ihr könnt auch verschiedene Sponsorenaufschriften nehmen. Und darüber hinaus, gut, in dem Fall sind es momentan noch alle dieselben, wenn ich es richtig sehe. Und ihr könnt natürlich auch euren Cup euch entsprechend wählen. Von Pro zu Pro AM, Amateur, Silber oder National. Und ebenfalls könnt ihr die Farben bearbeiten. Und das alte Assetto Corsa, das hatte Probleme mit Chromlackierungen und ich glaube vor allem mit matten Lackierungen. Und jetzt könnt ihr sowohl Chrom nehmen, aber auch sagen, hey, ich möchte bitte eine matte Lackierung haben. Wenn ihr Chrom mögt, könnt ihr zum Beispiel McLaren Mercedes wiederbeleben, weil ihr das in der Formel 1 damals so cool fandet. Ihr könnt aber auch sagen, ich mache das ein bisschen wie im Brown GP Look und mache weiß und helles Gelb dazu, Neongelb dazu. Und das sieht insgesamt ziemlich, ziemlich cool aus und könnt das auch entsprechend auf die verschiedenen Liveries anpassen. Also, sehr, sehr geile Sache, wie ich finde. Ebenfalls bearbeitbar die Felgen, sowohl von der Farbe her, als auch dann von dem Material und ebenfalls auch die Akzente. In dem Fall sind das hier diese schmalen Streifen und ebenfalls auch Lichter. Zack, hier haben wir unter anderem beim Lufteinlass ein Licht. Die Farbe können wir hier auch nochmal verändern. Können wir sagen, hey, ich mag Lila ganz gerne. Ebenfalls geht es, dass man das Licht ein bisschen anders aufteilt. Und hier zum Beispiel ist es auch oben an der Antenne dran. Ja, also geht sehr, sehr, sehr vieles, wie man es eben mag. Und das ist vor allem für Liga Racing eine sehr coole Sache. Türen übrigens könnt ihr hier aufmachen im Show-Modus. Das sieht ziemlich geil aus. Das Fahrzeug der Wahl heute wird der Bentley sein. Nicht der Mercedes AMG, das wird vielleicht Stammzuschauer ein wenig irritieren. Ich finde Bentley einfach richtig geil. Bentley ist mir auch immer wieder sympathisch, weil das so ein bisschen die Außenseiter sind. Zum Beispiel in Bathurst, da haben sie leider, leider zweimal den Motor abgewürgt. Und es war richtig ärgerlich mit anzuschauen, weil die richtig gut unterwegs waren. Ich hätte es denen so gegönnt. Vielleicht klappt es ja jetzt 2020 im Januar, findet Bathurst, glaube ich, immer statt. Und ihr habt auch verschiedene Lackierungen von verschiedenen Rennen, Cups,
und so weiter und so fort, weil immer wieder auch mal Sponsoren sich ändern und so weiter und so fort. Und ich nehme die legendäre Bentley Speed 8 Lackierung, schönes British Racing Green, und ich würde sagen, wir springen rein. Ich war letztens mal mit Jules Gounon im Rennen und da war ein anderer Jules Gounon dabei, deswegen nehme ich mal Stephen Kane und dann treffen wir uns in Spa wieder und dann geht's ins Rennen. Und damit sind wir auch schon jetzt mit 16 Autos hier in Spa-Francorchamps. 15 Gegner, 15 Minuten in Spa. Um 8 Uhr abends geht's los, um 8 Uhr morgens endet's dank 48-facher Zeitprogression. Und ich schaue noch mal kurz ins Setup. Ich habe nämlich ganz kurz schon mal getestet. Der Reifendruck, der war schon ein wenig zu hoch, selbst für Nachtfahrten. Der soll bei etwa 28 PSI ungefähr liegen. Ich gehe da mal ein kleines bisschen runter mit den jeweiligen Werten und ich glaube, da kommen wir gut zurecht. Elektronischen Helferlein habe ich auch mal ein bisschen runtergestellt. Benzin schon angepasst für die 6 bis 7 Runden, die wir fahren werden, plus ein bisschen Sicherheitspuffer. Bremsbalance nach hinten gestellt für mehr Rotation. Stabilisatoren hinten angepasst, ebenso wie die Federung am Heck. Und ich finde, dass beim Setup die Darstellung doch schon sehr schick gelungen ist, auch wenn sonst die Menüführung hin und wieder ein bisschen hakelig ist, wie eben bei so vielen Rennsimulatoren. So, ich habe gesehen, unser Teamkollege ist auch auf Platz 3, ihm auch viel Glück, aber vor allem wollen wir gut nach vorne kommen. Deswegen hoffen wir auf ein gutes Rennen hier. 95er KI haben wir. Ich kann auch sagen, die KI, die verhält sich ordentlich. Macht im Zweikampf Spaß. Ich habe die Aggressivität mal auf 80 gestellt. Macht im Zweikampf Spaß und ist auch schnell unterwegs. Also auf 100 hatte ich hier in dem Auto, wo ich eben so gut wie nichts am Setup verändert habe, schon so ein bisschen meine Problemchen. Mit dem Bentley bin ich allerdings auch fast eine Sekunde langsamer als mit dem AMG GT3. Mit dem ich ein Setup auch habe von Timo und von Aber. Schöne Grüße. Und da bin ich auch schon eine 2.18.5 gefahren. Und das direkt am ersten Tag nach so langer Zeit ohne ACC. Und es zeigt auch, wie schnell du hier wieder im Spiel bist, wie schnell du wieder zu Hause bist in diesem Spiel. Und dass wahrscheinlich jeder aus jeder anderen denkbaren Sim sehr gut und leicht hier zu ACC wechseln könnte. Die Fahrphysik ist wirklich sehr nachvollziehbar, fühlt sich sehr gut an und ja, dass ich am ersten Tag quasi direkt auf 18.5 komme hier in Spa, das spricht da definitiv dafür. So, und die KI, wie gesagt, die ist sehr racy, die macht auch größtenteils gute Sachen. Außer wenn du zum Beispiel, wie ich es letztens mal getestet hatte, mit über 50 KI-Gegnern fährst. In der Busstop-Schikane, da kam es halt zu so einem krassen Ziehharmonika-Effekt, dass eben viele Fahrzeuge anhalten mussten inmitten der Schikane. Ist allerdings auch ja, ein sehr krasses Szenario, wenn man über 50 KI-Autos da reinpackt. Und spätestens nach ein, zwei Runden dürfte sich das auf jeden Fall dort legen. Ist allerdings trotzdem ein bisschen schwierig gewesen. Soll ja trotzdem mal erwähnt sein. Trotzdem, rein technisch hat das richtig gut funktioniert. Ich hatte da ziemlich hohe Einstellungen schon drin und trotzdem hat mein PC so gut wie gar nicht geruckelt, nur beim Starten ganz kleines bisschen. Ui, und hier komme ich ein bisschen weit raus. Damit ich auch ein bisschen mehr über das Spiel erzählen kann und mich nicht so sehr aufs Fahren konzentrieren muss, habe ich zumindest mal Schaden oder auch Abkürzungen, also Strafen, abgestellt. Ebenso auch automatisches Licht reingemacht. Lichthupe können wir trotzdem mal geben. Auch wenn wir nicht in dem BMW sind. Den Aston Martin machen wir ein bisschen nervös. Den ersten Aston. Ja, bald haben wir auch schon wieder den ersten Aston. Und hier sieht man es. Ich komme zwar gut rein in die Kurve, greift da ein bisschen aggressiv an, aber er lässt sich dadurch nicht beirren. Kontert hier wieder. So, mal gucken, wie wir jetzt auf der Camel Straight abschneiden. Ui. Erstmal schneiden wir ein bisschen in Radion. Dann bin ich ein bisschen vom Gas gegangen, weil ich mir einen Vorteil erarbeitet hatte. Und jetzt ist der Ferrari dadurch dran. So, jetzt sind wir trotzdem dran.
Ja, und wie gesagt, zu der KI kann ich eigentlich so gut wie nur Positives sagen. Die hat auch nicht so komische Sachen wie die Project Cars 2 KI, dass sie plötzlich mal eine Sekunde langsamer ist in einem gewissen Bereich und in einem anderen Bereich fährt sie mit 300 irgendwo durch, wo du keine 250 fahren kannst oder sowas. Also das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht und fühlt sich sehr authentisch an. Sowohl das Fahren gegen die KI als auch die reine KI-Pace fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Ich glaube, der Reifendruck passt hier ziemlich gut tatsächlich. Vielleicht können wir gleich den zweiten Aston Martin nervös machen. Ach du Schreck. Ja, durch die vielfältige Fahrzeugauswahl hat man natürlich auch im Fahrzeugfeld dann eine sehr breite Palette an verschiedensten Autos, wodurch es zu verhältnismäßig wenigen Doppelungen kommt. Du hast vom Honda NSX GT3 bis hin zu Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Ferrari, McLaren, Audi, alles Mögliche, was die Blancpain so bietet. Und das ist sehr cool, ja, das ist allgemein etwas sehr Cooles. Den Nissan habe ich vergessen, den Lambo habe ich vergessen. Aber das ist schon ziemlich krass, wie viel es da gibt. Und ich sehe, die Fahrer vorne, die fahren alle so 2,19er Zeiten grob. Die sind da richtig schnell unterwegs gerade. Aber den Aston Martin vor mir, den kriege ich hoffentlich noch. Wir bleiben auf jeden Fall mal dran, haben hier schönes Racing. Ja, währenddessen berichte ich mal ein bisschen von online. Das ist nämlich eine weitere sehr wichtige Komponente. Für mich mittlerweile wichtiger als Singleplayer, außer zum Beispiel in F1. Online funktioniert grundsätzlich sehr gut. Ja, also du hast so ganz, ganz leichte Netcode-Probleme hin und wieder, dass da mal ein bisschen die Autos hin und her wobbeln. Wer F1 2019 spielt oder andere F1-Spiele, der wird das ein bisschen kennen. Aber das ist wirklich nur minimal und das Gute ist, selbst wenn du mit GT3 Autos dich mal leicht berührst, so wirklich stark spürst du das auch nicht. Beziehungsweise fliegst du nicht direkt von der Strecke ab, was in F1 durchaus gerne mal der Fall war. Das hat mich ein paar Nerven gekostet unter anderem. Und das Racen online funktioniert schlussfolgernd sehr gut. Und mittlerweile, jetzt mit Version 1.2, da ist auch so ein Matchmaking-System eingetrudelt. Und das werde ich in einem separaten Video mal testen. Ich finde es aber grundsätzlich einfach sehr, sehr gut, dass Matchmaking hinzukommt. Denn Matchmaking ist sowas, das für mich ziemlich essentiell ist für mein persönliches Spielerlebnis in einem Multiplayer-Rennspiel. Matchmaking schmeißt dich nämlich idealerweise mit gleich starken oder ähnlich starken Gegnern in ein Rennen. Und das passiert dann basierend auf deinem Safety Rating ebenso wie auf deinen anderen Ratings. Während du zum Beispiel auf einem Server dann wahrscheinlich primär das Safety Rating als Voraussetzung nimmst und sagst, hey, unter Safety Rating 70 kommst du nicht in die Lobby, da dürfte ich nach dieser Runde auch nicht rein, ja. Kannst du halt mit Matchmaking nach viel mehr Parametern tatsächlich die Spieler unterscheiden und sagen, hey, gleich gute Spieler kommen zueinander. Das sind im Moment dann 3 Rennen pro Tag, die dann stattfinden werden. Ist für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Auch der Rhythmus von iRacing ist mir persönlich zu wenig. Da finden von den jeweiligen Rennserien immer, sagen wir, alle 2 Stunden neue Rennen statt. Man muss aber auch dazu sagen, viel mehr würde keinen Sinn ergeben. Die haben das zu den jeweiligen Stoßzeiten jetzt gemacht, diese Rennen. Und das ist sinnvoll, weil du musst auch gucken, wie groß ist deine Playerbase. Ideal ist es natürlich bei GT Sport. Ja, die haben eine riesige Playerbase und dadurch können sie sagen, hey, wir machen alle 20 oder alle 30 Minuten dasselbe Rennen. Und die haben immer genug Teilnehmer. Und das hat Assetto Corsa Competizione nicht, das hat auch iRacing nicht, so eine riesige Playerbase.
Und dementsprechend muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Und aus dem, was man hat, macht man da, denke ich mal, das Beste. Und entweder in einem Stream, dazu gerne mal auf den Twitch-Channel gucken, der in der Beschreibung verlinkt ist. Oder in Form von Videos werde ich da auf jeden Fall was zu machen zu den Matchmaking-Lobbys. Ja, denn das nimmt dir einfach so ein bisschen Arbeit ab, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte ein schönes Rennen haben gegen gleich starke Gegner, gegen faire Gegner, dann kannst du dich eben sehr gut auf so ein Matchmaking-System verlassen. Ja, viele Ratings hat Assetto Corsa Competizione schon, das sieht man rechts oben, die ganzen Zahlen, die ganzen Statistiken, das sind eben verschiedene Ratings. Und ich komme nicht so ganz an meine persönlichen Bestzeiten ran, trotzdem jetzt mal endlich im 19er Bereich, zeitentechnisch. Und der Aston Martin kommt auch an den Bentley ran, der auf Platz 3 liegt. Da muss ich mich auf jeden Fall dranhängen. Ja, insgesamt, was kann man zur ACC sagen? Ui! Ich gehe mal ein bisschen vom Gas da. So, jetzt verliere ich auch ein bisschen Zeit im Delta. Sieht gut aus. Gehe mal noch ein bisschen vom Gas. Die Fahrphysik ist sehr cool. Die Fahrzeugauswahl, wenn man GT3 Autos mag, ist auch super. Das Racing gegen die KI macht Laune. Online funktioniert es auch gut. Wer auf das Matchmaking wartet, kann da gerne nochmal auf meinen Bericht zum Matchmaking warten. Und da werde ich euch mal berichten, wie das gelungen ist. Was die reine Streckenauswahl angeht, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig für manche Leute. Es sind nämlich insgesamt 11 Strecken. Zolder, die wird aktuell, glaube ich, nicht mehr in der Blancpain gefahren. Ansonsten hat man Spa, Monza, einige Strecken, die in Simulationen sehr unüblich sind, sowas wie den Hungaroring in Ungarn. Ich kann euch am Ende nochmal die ganze Liste einblenden. Zandvoort zum Beispiel ist auch mit dabei. Ach du Schreck. Sound ist klasse. Optisch ist das Spiel klasse. Und es hat auch sehr, sehr viele Features. Ihr solltet auch idealerweise viele Buttons auf eurem Lenkrad haben, denn ihr könnt während der Fahrt oder solltet auch, sobald es anfängt zu regnen, dynamisches Wetter gibt es by the way auch, also sowohl Regen als auch Tag-Nacht-Wechsel, wie man hier so schön sieht. Im Regen solltet ihr zum Beispiel die Traktionskontrolle hochdrehen. Ihr könnt euren Motormodus ändern. Ja, da könnt ihr auch einen Safety-Car-Modus oder so einstellen, könnt weniger Power abrufen, dadurch aber Sprit sparen. Damit könnt ihr auch taktisch fahren, dass ihr weniger Sprit verbrennt und vielleicht einen Overcut macht, ja, dass ihr ein bisschen länger draußen bleibt und dann mit wenig Sprit eine Runde länger fahrt als der Gegner. Funktioniert wunderbar. Ebenfalls ABS könnt ihr einstellen und auch die Bremsbalance während der Fahrt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch selbstständig Scheibenwischer bedienen, Lichthupe betätigen, den Lichtmodus wechseln, blinken könnt ihr auch. Das ist mir in diesem Rennen noch nicht passiert. Das passiert immer wieder gerne aus Versehen bei mir, weil ich es auf einer sehr ungünstigen Taste habe. Auf einem der Drehrädchen an meinem Lenkrad. Oh, und jetzt habe ich für den Morgen vielleicht ein bisschen zu viel Reifendruck. Man muss ja aufpassen. Aber ihr seht, man muss sich schon strecken, um auch auf 95% ranzukommen. Boah, und die Windschutzscheibe ist ja unfassbar schmutzig. Ja, und ich finde auch die ganze Fahrzeugauswahl sehr, sehr cool. Auch durch die verschiedenen Lackierungen, da hat man immer ein sehr heterogenes Feld, was auch sehr schick ist.
Und da wird auch, und das ist ein Aspekt, den ich auch sehr cool finde, immer und immer und immer weiter dran gearbeitet an dem Spiel. Das kann man ja nicht unbedingt für jedes Spiel so sagen. Vor allem nicht für jedes Spiel, was zum Beispiel beim Release nicht so 100% sauber lief. So, jetzt wird es hier nochmal spannend im Kampf ums Podium sogar. Schafft Bentley das Podium und vor allem mit welchem der beiden Autos? Und bei mir, da werden die Reifen jetzt mal langsam ungünstig aufgeblasen. Ich verstehe gar nicht, warum wir von Bentley, wir sind gar nicht aufgeblasen. Oh, aber der Bentley vor uns, der verliert sogar noch deutlich stärker Zeit. Der ist bei 21er Zeiten. Das ist meine 20-2 nicht schlecht. Na, komm schon. Aber zurzeit würde ich halt echt sagen, wahrscheinlich das schönste Rennspiel, das wir auf dem Markt haben. Erfordert aber auch viel Hardware-Hunger, weil bei mir kann ich zum Beispiel auch nicht alles auf Epic stellen. In 4K, wohlbemerkt. Dazu reicht selbst die 2080 Ti nicht aus. Prozessor könnte ich ein bisschen upgraden, ja, mit 9900K oder so, aber die 8700K ist eigentlich auch sehr stark. Reicht aber trotzdem nicht ganz, um das Spiel voll zu maxen. Trotzdem, es sieht super aus. Und akustisch macht's auch eine super Figur. So. Nochmal Konzentration hier für Piff Puff. Komm, jetzt will ich aber auch das Podium haben. Ja, und hier sieht man das Schiff auch nochmal von hinten. Oh, der bremst sogar nochmal kurz in Blanchiment. Seite an Seite geht's hier über die Linie. Schönes Finish hier für Bentley. Wow, geile Sache. So, und die TC mal abstellen. Jawohl, in die falsche Richtung gedreht. Sondern auch wenn es aufs Car Control Rating geht. Nochmal Donuts machen. Bentley mit dem Podium. Ja, ich mag den Bentley besonders gerne übrigens. Sehr, sehr geiles Auto. Welchen aus dieser ganzen schönen, breiten Liste, oder falls ein Auto hier auch nicht dabei ist, was sonst dabei ist, ich glaube, der McLaren ist gar nicht dabei, mögt ihr denn am meisten? Haut's gerne in die Kommentare, ansonsten gerne eure Meinung zum Spiel. Ich lasse im Hintergrund mal kurz das Replay ablaufen und resümiere so ein bisschen, ziehe ein Fazit. ACC macht extrem vieles richtig. Jetzt muss ich halt nur noch schauen, wie ist es mit den Scheduled Races. Ansonsten, Fahrphysik top, Sound ist sehr gut, Grafik ist richtig geil und Online-Modus funktioniert auch schon ganz gut, wenn man eine Liga hat. Und da möchte ich spätestens jetzt Anfang 2020 eben auch hin, dass ich quasi, sagen wir mal, in der AOR mitfahre. Dann muss man sich da auch keine Gedanken machen ums Matchmaking. Also Online-Modus funktioniert, vorausgesetzt man hat eben die richtigen Leute, mit denen man fährt. Und ansonsten hat das Spiel einfach super viele positive Facetten. Verschiedenste Features von dem Starten des Motors bis hin zum Ausschalten des Motors. Das kannst du alles selbst machen. Scheibenwischer anmachen. Jetzt können wir mal vielleicht die Perspektive noch wechseln von dem Auto. Jawohl. Dann seht ihr,
Du kannst auch ganz easy den Blinker anmachen und sagen, oh, 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 bei mir beim Auto ist ein bisschen was kaputt. Schadensmodell hast du sowohl, was die mechanische Natur angeht, als auch optisches Schadensmodell. Insgesamt ein rundum gelungenes Spiel und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es sich so schnell tatsächlich doch so gut weiterentwickelt. Es ist zwar jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, seit es dann, ja, ich glaube von der Release-Version 1.0 dann weiterentwickelt wurde, aber trotzdem, es hat sich weiterentwickelt, läuft ziemlich weich, butterweich würde ich schon fast sagen, außer man spielt es mit 50 anderen Gegnern. Und insgesamt macht es einen sehr, sehr positiven Eindruck bei mir. Wie findet ihr es? Wie hat euch dieses Erlebnis hier gefallen? Teilt es mir gerne mit in den Kommentaren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, gerne auch ein Abo raushauen. Ansonsten auch gerne mitteilen, wenn ihr mehr von ACC sehen wollt. Selbstverständlich, es wird auch so oder so mehr geben. Wie gesagt, Tests zum Matchmaking folgt ebenfalls. Ebenso, ja, wahrscheinlich bald eine Liga. Mal gucken. Ansonsten, ja, gerne auch ein Abo raushauen, Like dalassen und bis demnächst bei einem anderen Video. Haut rein!